Im vorherigen Video haben wir etwas über das Webzugänglichkeitsgesetz WZG gehört. Das WZG betrifft allerdings nur die öffentliche Hand. Das Thema vom heutigen Video ist das neueste österreichische Gesetz, das die Barrierefreiheit betrifft, das Barrierefreiheitsgesetz oder kurz BAFG. Es regelt die digitale Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen von Unternehmen. Das BAFG beruht, wie auch das WZG, auf einer EU-Richtlinie, dem European Accessibility Act oder kurz EAA. Der EAA ist eine Richtlinie zur digitalen Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen und ist 2019 in Kraft getreten. Die Richtlinie soll sicherstellen, dass bestimmte Produkte und Dienstleistungen, die für Menschen mit Behinderungen als besonders wichtig eingestuft wurden, europaweit den gleichen Barrierefreiheitsanforderungen entsprechen. Das betrifft einerseits Geräte wie PCs, Smartphones, E-Reader, Smart-TV-Geräte, Spielekonsolen, Bankomaten und Fahrkartenautomaten. Andererseits umfasst es auch Dienstleistungen wie Online-Banking, E-Commerce, E-Ticketing, Videotelefonie, Messenger-Dienste und E-Books. Die nationale Umsetzung dieser Richtlinie in Österreich ist das 2023 beschlossene Barrierefreiheitsgesetz, abgekürzt BAFG. Konkret werden Unternehmen mit dem neuen Barrierefreiheitsgesetz verpflichtet, ab Mitte 2025 im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie grundsätzlich nur noch barrierefreie Produkte auf den Markt zu bringen. Für existierende Produkte und Dienstleistungen gibt es Übergangsfristen von 5 bis zu 20 Jahren. Und Ausnahmen gibt es auch, zum Beispiel für Kleinstunternehmen mit weniger als 10 MitarbeiterInnen. Die Hersteller müssen bis zum Ende der Übergangsfristen die Konformität ihrer Produkte bewerten, das heißt prüfen lassen, und Informationen zur Barrierefreiheit zur Verfügung stellen. Es ist eine Marktüberwachungs- und Beschwerdestelle vorgesehen. Das wird in Österreich das Sozialministerium Service sein. Es kann, abhängig von der Größe des Unternehmens und von der Art des Verstoßes, auch Verwaltungsstrafen geben, von bis zu 80.000 Euro. Hersteller, Dienstleistungserbringer und Importeure werden nach Beschwerden zunächst dazu aufgefordert, die Gesetzeskonformität des Produkts bzw. der Dienstleistung herzustellen. Als finale Sanktion sind auch ein Produktrückruf bzw. die Verpflichtung zur Einstellung der Dienstleistung möglich. Es wird spannend. Was den universitären Bereich betrifft, so sind sicher die Hersteller von E-Books gefordert. In der Beschaffung von Software und Hardware wird man in Zukunft zwischen barrierefreien oder zumindest barrierefreieren Lösungen wählen können. Zum Beispiel für E-Ticketing, für den Online-Shop, für Konferenztools, E-Book-Reader, Kiosklösungen und so weiter. Wir fragen Magister Klaus Höckner nach seiner Position zum Barrierefreiheitsgesetz. Wir interviewen heute Klaus Höckner. Er ist Präsidiumsmitglied vom Österreichischen Behindertenrat. Das ist die Interessensvertretung, die gesetzliche Vertretung der Menschen mit Behinderungen in Österreich. Und ich möchte gleich einmal anfangen mit der Frage, müssen sich Unternehmen vor dem Barrierefreiheitsgesetz fürchten? Nein, das müssen sie sich nicht. Im Grunde genommen müssen Unternehmungen in Österreich seit 2006 gesetzliche Regelungen einhalten, die leider nicht so durchgesetzt werden, wie sie durchgesetzt werden könnten. Und das Barrierefreiheitsgesetz, das ja ein europaweites Gesetz ist, in Europa nennt man es European Accessibility Act, ist erstens das erste Mal eine wirklich europaweite, einheitliche Regelung, was Barrierefreiheit betrifft. Und fürchten müssen sich nur die überhaupt keine Barrierefreiheit in irgendeiner Weise dann nachher durchsetzen oder in ihrem Bereich dann nachher einsetzen wollen. Man sollte einmal eines sehen, die Chancen, die darin bestehen, dass man Menschen mit Behinderungen auch einbindet in den kommerziellen Prozess. Wir haben 16 bis 20% der österreichischen Bevölkerung sind von einer Behinderung entweder zeitweise oder permanent betroffen. Und diese Leute schließt man ganz einfach aus dem Prozess, aus dem kommerziellen Prozess aus. Die Leute wollen ja aber auch Geld ausgeben. Ja? Und das ist ein Riesenmarkt im Grunde genommen. Zudem haben wir eine alternde Bevölkerung. Wir rechnen damit, dass 2030 herum mehr als 30% der Bevölkerung in Europa 60 plus sind. Und auch diese Menschen sind von Behinderungen betroffen, also auch wenn sie es nicht gern sehen wollen. Ja, aber meistens von multiplen Behinderungen sogar, weil sie sehen schlechter, sie hören schlechter, sie haben Probleme mit der Mobilität. Es gibt teilweise Probleme mit der Kognition, das heißt, wir haben kognitive Probleme und manchmal auch alles zusammen.
auch diesen Menschen erleichtern wir im Grunde genommen dann den Zugang zum kommerziellen Prozess. Und die haben Geld. 60 plus, das ist die Generation, die Geld hat. Die wollen reisen zum Beispiel, die wollen Bankgeschäfte machen etc. Und das ermöglicht man dann nachher mit einer barrierefreien Zugang zur Information bzw. zur kommerziellen Abwicklung. Und rechnest du damit, dass es mehr Beschwerdeverfahren geben wird, mehr Beschwerden wegen dem BAFG? Ich hoffe, dass es so sein wird, sagen wir mal so, ja, weil es das erste Mal auch wirklich so ist, dass wir mit dem Barrierefreiheitsgesetz eine Stelle haben, die für die Durchsetzung zuständig ist, und zwar beim Sozialministerium Service, eine Monitoringstelle, die auch mit behördlicher Gewalt sozusagen, mit Gewalt ist jetzt vielleicht ein blöder Ausdruck, ja, aber wir haben Bescheide, und diese Bescheide müssen dann nachher umgesetzt werden. Jetzt schaut so aus, im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz gibt es eine verpflichtende Schlichtung. Mhm. Diese Schlichtung ist ergebnisoffen. Das heißt, ich habe kein Recht auf Beseitigung der Barriere. Weil wenn mir dann der Gegensteller quasi anbietet, ich kriege einen Urlaub oder 500 Euro oder 1000 Euro, ja, und ich nehme das an, dann ist auch dieses Verfahren abgeschlossen und die Barriere muss nicht beseitigt werden. In der Zukunft schaut es aber so aus, dass die Barriere beseitigt werden muss. Das wäre genau meine Frage gewesen. Wie schaut dann das Beschwerdeverfahren beim BAFG aus? Naja, das Schöne an der ganzen Sache ist, dass wir eine Beweislastumkehr haben. Ja? Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich als Mensch mit Behinderung beweisen muss, dass etwas nicht barrierefrei ist, sondern wir gehen davon einmal aus, dass die Sachen barrierefrei sind. Und wenn ich jetzt behaupte, die Webseite ist nicht barrierefrei zum Beispiel, dann muss mir die Gegenseite beweisen, dass ihre Webseite barrierefrei ist. Ja? Sollte dann ein Bescheid rausgehen und dieser Bescheid wird nicht umgesetzt, dann gibt es mehrere Stufen, dann kommt es, das erste Mal ist es natürlich, man wird aufgefordert, das zu tun. Das zweite ist, es gibt Geldstrafen, die abhängig sind von der Größe des Betriebes oder was ich falsch gemacht habe, ob ich zum Beispiel technische Dokumentation nicht vorhalte und solche Dinge. Ja. Bis zu 80.000 Euro, fängt bei 16.000 Euro an, bis zu 80.000 Euro. Und wenn das auch ignoriert wird, ja, dann kann es im extremen Fall dazu kommen, dass wieder das CE-Kennzeichen weggenommen wird. Das heißt, ich darf dann nicht mehr im europäischen Markt verkaufen. Ah ja, das sind starke Maßnahmen. Das ist dann der große Hammer, ja. Erwartest du auch Auswirkungen auf E-Books und E-Learning wegen dem Barrierefreiheitsgesetz? Also EPUB-Bücher sind explizit erwähnt im Scope, das heißt, die müssen barrierefrei sein. Ja? Damit erwarte ich mir natürlich auch einen besseren Zugang für Studierende dann nachher zu den entsprechenden Lernmaterialien. Leider ist jetzt nicht der Universitätsbereich jetzt nicht explizit erwähnt da drinnen. Ja? Das ist wieder eines der Mängel, sagen wir mal so, des Gesetzes oder der Richtlinie ist es, dass wir nur einen bestimmten Scope haben, also einen Umfang haben, der explizit angeführt ist. Und alles andere, was da nicht angeführt ist, muss auch nicht umgesetzt werden. Und wir haben lange Übergangsfristen teilweise. Das ist auch leider ein Hinkefuß, sagen wir mal so, den wir da haben. Vor allem speziell im Bereich zum Beispiel von Bankomaten, ja, haben wir bis zu 20-jährige Übergangsfristen. Ja, Selbstbedienungsautomaten auch. Genau, ja. Ja. Das ist schon sehr, sehr lange. Ja. Weil wenn jetzt vor dem 28.06.2025 diese Geräte angeschafft werden, dann fängt einmal erst eine 10-jährige Frist zu laufen an und dann noch einmal eine 20-jährige Frist. Ja. Das heißt, wir haben dann 2055 oder sowas, ja, haben wir dann barrierefreie Bankomaten. Das ist noch ziemlich lange. Aber im Allgemeinen erwartest du dir Verbesserungen der Barrierefreiheit durch die Gesetzgebung? Ja, durchaus. Ja. Weil es das erste Mal ein Gesetz ist, das Zähne hat. Das erste Mal ein Gesetz ist, das auch eine Beseitigung der Barrieren dann nachher vorsieht und das auch wirkliche Strafen vorsieht für Leute, die sich nicht daran halten. Darum erwarte ich mir schon immer, dass es etwas anderes ist als das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz mit den entsprechenden Schlichtungen, die wir da haben. Ja. Das ist aber nur eine Unterstützung. Beide Gesetze bleiben ja bestehen. Ja. Und es gibt ja auch die Web Accessibility Directive, das, wie heißt es in Österreich, Webzugänglichkeitsgesetz, glaube ich. Genau, darum geht es bei uns in der Lektion 2, ganz genau. Ja. Das heißt, diese Gesetzesmaterialien bleiben ja auch bestehen. Ja. Und es ist ja auch so, dass
auf europäischer Ebene es noch andere Gesetzesmaterien gibt, die da auch reinspielen, wie zum Beispiel die audiovisuelle Mediendirektive und etc. etc. Ja. Auch da gibt es, meiner Meinung nach, ist das eine fundamentale Verbesserung, die da ist, weil wir endlich einmal europaweit gleiche Regelungen haben. Es ist natürlich so, dass der Gesetzgeber in den jeweiligen Ländern schon eine Freiheit auch hat, dass er die jeweiligen lokalen Gesetzgebungen anpasst, sagen wir mal so. Wir werden nicht überall 100% dasselbe haben, ist keine Frage. Ja. Und so wie heute der Mensch ist, wir werden auch kein Goldplating haben, das heißt, es wird nicht über die in der Direktive hinaus, in der Direktive formulierten Mindestanforderungen hinausgehen. Aber es schaut aus, als wird es eine große Verbesserung geben. Das ist ja schon sehr positiv. Das liegt auch an der Konstruktion, möchte ich dazu sagen, von dem Gesetz. Es ist ja so, dass die Direktive nicht sagt, wie etwas zu tun ist, sondern nur, dass es zu tun ist. Und im Hintergrund haben wir 6 sogenannte harmonisierte Normen. Und diese harmonisierten Normen sind in Kraft, weil sie harmonisierte Normen sind. Ja. Egal, ob es jetzt in regionale oder länderspezifische Normen gibt, die dem entgegensprechen. Ja. Und die Normen ändern sich logischerweise. Die werden auch immer angepasst an die entsprechenden internationalen Normen. Das heißt, WCAG 2.2 oder 3.0 irgendwann einmal ist dann nachher auch in dieser harmonisierten europäischen Normen, zum Beispiel EN 301/549 drinnen. Ja. Und ich brauche jetzt nicht bei der Direktive selbst was herumbasteln, sondern es bezieht sich immer automatisch auf die letzte gültige Norm. Und das ist schon eine schlaue Konstruktion, muss man dazu sagen. Okay, super. Danke für das Interview. Danke.